Hallo in die Runde. Wir haben uns hier und heute verabredet, um über ein interessantes Buch zu sprechen. CO2 zum Nulltarif. Ich habe das Fragezeichen jetzt mit Absicht mitgesprochen. In der Unterzeile, warum Treibhausgasemissionen einen Preis haben müssen. So heißt das Buch. Geschrieben hat es Thies Petersen und erschienen ist es im Verlag Bertelsmann Stiftung. Wir sind hier zu dritt. Margit Schwarzenstaller ist Senior Economist beim Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung in Wien und kennt sich mit dem Thema CO2 und was machen wir damit natürlich bestens aus. Außerdem Thies Petersen, Senior Advisor und Wirtschaftsexperte bei der Bertelsmann Stiftung. Und klar, Thies Petersen ist der Autor des Buches, das uns heute beschäftigt. Und ich bin Stefan Schelp, Sprecher der Bertelsmann Stiftung. Und ab sofort in einer Nebenrolle, und zwar ganz eindeutig. Ja, natürlich sprechen wir über das Buch, das ist ja klar, dafür haben wir uns verabredet. Aber am Weltklimagipfel in Glasgow und den Ergebnissen kommen wir, glaube ich, gar nicht vorbei. Geht ja auch gar nicht anders, wenn wir über das Thema CO2 reden wollen. Ja, Frau Schratzenstaller, wie sehen Sie das? Was war das jetzt in Glasgow? War das ein historischer Schritt oder war es ein Schritt Richtung Abgrund? Ja, ich würde meinen, die Klimakonferenz hat sowohl Licht als auch Schatten gebracht. Ja, sie ist so ein bisschen zwischen historisch, so wie es auf der einen Seite geheißen hat, und bla bla, wie es auf der anderen Seite kritisiert worden ist, gelagert. Aber sie hat doch einige wichtige Fortschritte gebracht. Das eine ist doch die wissenschaftliche, die evidenzbasierte Orientierung. Die Abschlussdokumente erkennen den Klimawandel an. Erkennen auch an, dass er menschengemacht ist. Es gibt ein explizites Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel. Das hat das Pariser Abkommen so ja eigentlich noch nicht. Es steht in den Dokumenten auch, dass die CO2-Emissionen bis 2030 um 45% reduziert werden sollen. Und ein ganz wichtiger, wenn auch ein Kompromiss, aber immerhin ein ganz wichtiger Schritt, ist der Einstieg in den Ausstieg aus der Kohle. Der ist ja hart erkämpft worden, aber das würde ich schon meinen, dass das auch eine der größeren Errungenschaften der Konferenz ist. Aber es ist ganz sicher noch ganz viel zu tun. Die konkreten Maßnahmen sind noch aufzustocken, um die Klimaziele überhaupt zu erreichen. Es muss an der Klimafinanzierung noch gearbeitet werden. Und wie gesagt, Kohleausstieg geht es jetzt erstmal um den Einstieg, aber da müssen noch viele Schritte Richtung Ausstieg getan werden. Also ich lese daraus, verkürzt gesprochen, so ein halbwegs ganz leicht positives Fazit. Wir haben Ja, auf jetzt jeden eben Fall. das Stichwort Kohle ist schon zwei, dreimal gerade gefallen. Im übertragenen und im wörtlichen Sinne ist es um die Kohle gegangen, logischerweise. Herr Petersen, wie sehen Sie das? Auch halbwegs positives Ergebnis Ja, ich oder kann mich da, kritischer? ich kann mich da voll und ganz anschließen. Mit dem Positiven fange ich an. Die Forderung nach dem Kohleausstieg, die ist jetzt von 190 Staaten, Regionen, Institutionen unterschrieben worden. Das ist ein großer Schritt nach vorn. Und was auch noch gut war und überraschend war, die USA und China haben sich geeinigt, eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu gründen, um die Klimaneutralität voranzubringen. Das ist für mich ein wichtiges Signal, weil die USA und China, das sind weltweit die größten CO2-Emittenten. Und wenn die sich dahingehend verabreden, zu sagen, wir wollen Richtung Klimaneutralität gehen, ist das ein Fortschritt. Aber es gibt, wie schon gesagt, auch weniger erfreuliche Dinge. Was man auch klar sagen muss, das sind Selbstverpflichtungen. Also es sind Zusagen, die aber nicht rechtlich bindend sind. Und wir müssen auch feststellen, gegen Ende haben dann China und Indien nochmal nachgebessert aus ihrem Sinn, indem sie den Kohleausstieg, das Dokument etwas abgeschwächt haben. Also entscheidend ist für mich jetzt tatsächlich, werden die Zusagen, die gemacht worden sind, umgesetzt oder nicht? Und da hoffe ich einfach, dass der Druck, der in der Bevölkerung jetzt aufgebaut wird, so groß ist, dass die einzelnen Regierungen gar nicht mehr darum herum können und die Abschlusserklärung auch tatsächlich dann mit Taten folgen lassen müssen. Die Einschätzung hakt ja offenbar vielfach daran, wie eilig man die Dinge tatsächlich macht. Also Sie haben gerade vom Druck gesprochen. Wie hoch ist denn der zeitliche Druck von Absichtserklärungen zu tatsächlichen Maßnahmen zu kommen? Also anders gefragt, wie viel Zeit haben wir noch?
Wenn wir sagen, wir wollen bis 2050 oder in Deutschland bis 2045 klimaneutral sein, dann müssen wir jetzt tatsächlich stark loslegen. Denn die Klima- oder die Emissionsreduzierung der letzten Jahre sind viel zu schwach. Ich habe mir das für Deutschland mal angesehen. Wenn wir von 1990 bis 2019 so weitermachen wie bisher mit den CO2-Emissionen, dann sind wir im Jahr 2106 klimaneutral. Das ist zu spät. Also man muss jetzt anfangen, durch entsprechende Investitionen. Jetzt muss es losgehen. Jetzt haben wir alle ja in den letzten Monaten an den Tankstellen erlebt, wie das ist, wenn es ernst wird mit dem Thema Nachhaltigkeit, Klima, Reduzierung von CO2. Kurz gesagt, der Benzinpreis ist gewaltig in die Höhe gegangen. Und das liegt natürlich daran, dass die EU den Preis für eine Tonne CO2 auf 25 Euro festgesetzt hat. Schon geht die Schimpferei auf die EU los. Aber anders geht es wahrscheinlich nicht. Oder wie sehen Sie das, Frau Schratzenstaller? Nein, ich glaube, anders geht es auch nicht. Und wir haben inzwischen eine ganze Reihe von Studien, von empirischen Studien, die zeigen, dass der CO2-Preis oder eine CO2-Bepreisung ein sehr mächtiges Instrument sein kann, um Emissionen zu reduzieren. Also wo man tatsächlich untersucht, Erfahrungen von Ländern, die CO2-Preisungssysteme haben, zum Beispiel Schweden, aber auch andere Länder. Eine Reihe von europäischen Ländern haben ja schon einen CO2-Preis. Ich glaube, ungefähr die Hälfte der EU-Länder haben schon einen CO2-Preis. Und das ergänzt so ein bisschen, es hat ja ganz lange Zeit nur so Simulationen gegeben, wo man aufgrund von Modellrechnungen gesehen, also versucht hat irgendwie zu schätzen, welchen Einfluss der CO2-Preis haben könnte. Aber eben diese neueren Studien zeigen auch, dass er tatsächlich einen Einfluss hat. Allerdings, wie groß der Einfluss ist, das hängt ab von einer Reihe von Faktoren. Das eine ist, und weil Sie das Tankbeispiel oder das Autofahrbeispiel angesprochen haben, das eine ist, wie groß sind die Alternativen eigentlich, die man zu bestimmten klimaschädlichen Aktivitäten hat. Gerade das Autofahren ist ein Beispiel, wo die sogenannte Preiselastizität der Nachfrage eine relativ geringe ist. Ja, auf gut Deutsch heißt das, die Leute steigen nicht so schnell um auf die Öffis, können sie oft auch nicht, nur weil hier mal ein CO2-Preis eingeführt worden ist. Das dauert eine Zeit. Ja. Das dauert ein bisschen länger, weil man muss sich Alternativen suchen. Man kann das aber beschleunigen, indem man Begleitmaßnahmen setzt, indem man zum Beispiel den öffentlichen Verkehr ausbaut. Es zeigt sich auch in der empirischen Evidenz, dass die Höhe des Preises eine Rolle spielt. Ja, also der Preis muss auch wirklich eine relevante Höhe haben, sonst hat er kaum einen Einfluss. Und es braucht auch die Akzeptanz in der Bevölkerung, die Einsicht in die Notwendigkeit einer CO2-Bepreisung. Dann wird sie funktionieren. Also ich habe wegen des höheren Preises zwar viel Meckerei mitgekriegt, aber ich habe nicht mitgekriegt, dass auch nur einer weniger getankt hätte. Kostet das halt jetzt irgendwie eine Tankfüllung 80, 90 Euro? Wie hoch müsste der Preis sein? Oder auch wie lange dauert es, bis sich das durchsetzt, dass die Leute auch selber erkennen, dass sie beim Thema CO2 was machen müssen? Haben Sie eine Vorstellung, wie lange sowas dauern kann, Herr Petersen? Also von der Dauer her, die entscheidende Größe ist tatsächlich, was Frau Schatzenstein sagte, die Höhe des Preises. Und wenn wir uns die Preise in der EU anschauen, in der Vergangenheit, wir haben das Zertifikatsystem, das heißt, große Teile der Wirtschaft brauchen Zertifikate, erst dann dürfen sie CO2 ausstoßen. Und da war es oder ist es immer noch so in der EU, dass der Pkw-Verkehr davon gar nicht abgedeckt wird. Und diese CO2-Emissionspreise waren in der Vergangenheit auch sehr, sehr niedrig. Wir hatten Phasen, da lag das bei 3 bis 5 Euro. Da ist es natürlich völlig richtig, für so einen niedrigen Preis ändere ich mein Verhalten überhaupt gar nicht. Also wichtig ist tatsächlich, dass der Preis stark ansteigt. Wenn Sie fragen, wie hoch sollte er denn sein, würde ich tatsächlich über einen anderen Weg gehen, nämlich über die gesamtgesellschaftlichen Schäden, die mit so einem hohen Preis verbunden sind. Wir wissen, dass das der Klimawandel zu entsprechenden Schäden führt, Überschwemmungen, Dürren und Ähnliches. Wir haben das im Sommer ganz klar gesehen, starke Regenfälle mit entsprechenden Zerstörungen von Gebäuden und Leben und Ähnlichem drum und dran. Es ist extrem schwierig, die Höhe zu berechnen, wie hoch denn jetzt der Schaden ist, den eine Tonne CO2 anrichtet. Da gibt es viele Fragen, die beantwortet müssen. Welchen Einfluss hat diese eine Tonne CO2 auf den Klimawandel? Welche Schäden werden durch diesen Klimawandel
verursacht und wie bewerten wir diese Schäden dann? Wenn wir ein Haus kaputt gemacht haben durch den oder ein Haus zerstört worden ist, dann können wir die Kosten des Wiederaufbaus anrechnen. Aber wie gehen wir um mit hitzebedingten Krankheitsfällen, mit Menschenleben? Also da gibt es viele, viele Studien. Ich habe mir die mal angeschaut. Die Spannbreite ist enorm breit. Es gibt Studien, die sagen, eine Tonne CO2 hat Schäden, die sind weniger als $10. Und dann gibt es andere Studien, die landen bei $1,000. Ein aus meiner Sicht guter Referenzpunkt ist das Umweltbundesamt in Deutschland. Und dort wird regelmäßig berechnet, wie hoch denn die Kosten oder die gesellschaftlichen Kosten einer Tonne CO2 sind, die in Deutschland ausgestoßen sind. Und momentan liegen diese Schätzungen bei ungefähr 200 Euro. Und das wäre dann, wenn man die Marktwirtschaft ernst nimmt, ein Preis, der aus wohlfahrtstheoretischer Sicht bezahlt werden müsste. Ja, von 25 Euro auf 200 Euro ist wahrscheinlich ein schmerzhafter Weg. Ja, wahrscheinlich müssen wir den gehen. Und trotzdem vermute ich, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ja, sehe ich alles ein. Theoretisch ist das völlig in Ordnung. Aber wenn wir ein paar Staaten in der EU damit loslegen, bringt das doch weltweit gar nichts. Das sind doch die Chinesen, die Russen, die Inder, wie wir neuerdings gelernt haben. Ist es trotzdem sinnvoll, damit anzufangen, Frau Schratzenstaller? Oder muss man von Anfang an so lange verhandeln, bis man das hingekriegt hat und vielleicht auf dieser USA-China-Vereinbarung aufsatteln kann, dass wirklich alle dabei sind? Ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, dass man mal anfängt. Und dass man, ich meine, wir haben in der EU ja schon relativ hohe, weltweit gesehen, global gesehen zumindest, relativ hohe Klimastandards. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die zum einen hält und zum anderen ausbaut. Ja, da geht es ja nicht nur um die CO2-Preise, sondern da geht es auch um Regulierungen und so weiter. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man dabei bleibt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man permanent versucht, die anderen Staaten auch zu überreden. Zu mehr internationaler Kooperation. Es gibt ja diese Idee des Klimaclubs, wo man eben schaut, dass man andere Länder mit ins Boot holt, die ähnliche Klimaambitionen haben, die aber um ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit fürchten, wenn sie das im Alleingang machen. Und ich glaube, dass so ein Ansatz ein ganz guter Ansatz ist, um hier quasi die Verbreitung auszubreiten und gleichzeitig zu schauen, dass man die Wettbewerbsfähigkeit nicht ganz beschädigt, sondern dass man trotzdem wettbewerbsfähig bleibt und diese höheren Klimastandards und die höheren CO2-Preise auch durchsetzen kann. Und es gibt natürlich auch Instrumente, mit denen man das tun kann. Die EU versucht ja im Moment, einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus durchzusetzen, um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Rest der Welt zu erhalten. Jetzt bin ich ja froh, dass wir Herrn Petersen in der Runde haben, weil er kann uns jetzt bestimmt erklären, wie dieser Grenzausgleich, sage ich mal verkürzend, denn tatsächlich funktionieren kann. Es ist ja wahrscheinlich tatsächlich so, jetzt sagen wir mal Deutschland, Österreich, ein paar andere EU-Staaten setzen das um. Und drum haben wir ein paar andere Regierungen, die reiben sich die Hände und sagen, wunderbar, das ist unsere Chance. Genau, also wenn jetzt tatsächlich die EU einseitig ihren Preis für CO2 stark erhöht, dann gibt es eine doppelte Gefahr. Das eine ist, dass Produktionsstätten abwandern in den Rest der Welt. Das heißt für Deutschland und Europa Arbeitsplatz- und Einkommensverluste. Und dann haben wir aus Klimaschutzsicht noch ein zweites Problem, das ist viel größer. Das kann nämlich bedeuten, dass per Saldo die weltweiten Emissionen zunehmen. Und das passiert dann, wenn wir sagen, die Produktion von Stahl und Zement wird jetzt nach Asien verlagert. Und wenn dort mit alten klimaschmutzigen oder alten klimaschädlichen Verfahren produziert wird, dann kann das bedeuten, dass die Mehremissionen in Asien größer sind als die Einsparungen in Europa. Man kann dagegen vorgehen mit einem sogenannten CO2-Zoll. Das heißt, was passiert? Die EU würde jetzt auf alle importierten Güter, die aus einem Nicht-EU-Land kommen, gucken, wie hoch ist der CO2-Gehalt. Würde dann schauen, wie hoch ist der aktuelle Preis für Emissionszertifikate in der EU, sagen wir mal 55 Euro pro Tonne CO2. Und würde dann sagen, importierte Produkte werden entsprechend ihres Gehalts besteuert und müssen einen Zoll in Höhe von 55 Euro pro Tonne CO2 bezahlen. Das würde bedeuten, egal ob das Produkt in der EU oder außerhalb der EU hergestellt wird, es hat immer den gleichen Preis. Es wird immer mit dem gleichen CO2-Preis
belegt. Und damit entfällt der Anreiz, tatsächlich diese Produktionsstätten zu verlagern. Das wäre ein Weg, der funktionieren könnte. Und wie angedeutet, das ist auch das Ziel oder die Idee, die die EU verfolgt. Das funktioniert und ist nachvollziehbar in der Theorie. Gibt es schon irgendwelche Erfahrungen darüber, ob das auch in der Praxis funktioniert, Frau Schwarzenstaller? Gibt es da was? Naja, eigentlich ist das ein Experiment. Eigentlich gibt es solche CO2-Grenzausgleichsmechanismen auf der Welt bisher noch nicht. Das ist ein theoretisches Konzept, das gar nicht neu ist, sondern das schon seit einiger Zeit vorgeschlagen wird. Die Diskussion um Wettbewerbsfähigkeit und wie kann man im internationalen Wettbewerb in der Globalisierung eigentlich höhere Klimastandards durchsetzen, die gibt es ja schon ganz lange, schon seit mehreren Jahrzehnten. Auch dieses Konzept gibt es schon seit längerem. Es ist jetzt so akut wieder geworden, weil die EU eben versucht, zur Erfüllung ihrer doch sehr ehrgeizigen Klimaziele den CO2-Preis hochzusetzen durch unter anderem Reformen im EU-Emissionshandelssystem. Und um gleichzeitig das zu vermeiden, was Herr Petersen schon angesprochen hat, nämlich dieses Carbon Leakage-Problem, dieses mögliche Abwanderungsproblem, diese möglichen Wettbewerbsprobleme, hat man eben gesagt, wenn man auf der einen Seite den Emissionshandel so reformiert, gleichzeitig auch versucht, überhaupt die CO2-Preise hochzusetzen, dann braucht man ein Instrument, das es der EU ermöglicht, ihre Wettbewerbsfähigkeit doch zu erhalten. Also wenn man die Theorie mal weiterspinnt, würde das ja bedeuten, wenn das eine globale Maßnahme würde, also wenn überall ein CO2-Preis erhoben wird, idealerweise auch noch ein vergleichbarer, dann bräuchte man dieses Leakage-Thema gar nicht mehr zu behandeln und dann hätte man gleichzeitig auch den großen Wurf. Genau, also die optimale Lösung wäre natürlich ein globaler CO2-Preis. Ja, dann hätte man die ganze Problematik nicht. Das ist noch in einigermaßen weiter Ferne, wobei man schon sehen kann in den letzten Jahren, dass da Bewegung in die Sache kommt. Ja, dass es immer mehr Länder gibt. Die Weltbank hat so ein Inventar, das sie einmal jährlich aktualisiert. Man sieht schon, dass es immer mehr Länder gibt, die CO2-Preise einführen, die sie auch schrittweise hochsetzen, die sich überhaupt preislicher Instrumente bedienen, um diese Externalität hier einzudämmen mit den CO2-Emissionen, die ja eben große gesellschaftliche, soziale Schäden verursacht. Herr Petersen hat das ja schon angesprochen. Aber solange es eben noch so ist, dass es diese internationalen Unterschiede gibt, muss man sich tatsächlich, wenn man selbst, so wie die EU-Länder, eine ehrgeizige CO2-Bepreisungspolitik verfolgen will, überlegen, welche Instrumente man in diesem Übergang anwendet, um hier doch weiterhin im globalen Wettbewerb mit bestehen zu können und um solche kontraproduktiven Entwicklungen, also die Abwanderung und damit eben unterm Strich einen höheren CO2-Ausstoß als vorher eben zu vermeiden. Mhm. Wenn man jetzt sich die Wirtschaftsunternehmen anguckt, dann könnte man sich vorstellen, dass das eine oder andere Unternehmen die Chance wittert und die Chance nutzt, die sich bietet, um sich irgendwo anders hin umzusiedeln oder ein Zweigwerk zu gründen, um eben diesem Problem so lange zu entgehen, wie es irgendwie geht. Der normale Verbraucher hat diese Chance nicht. Der kann ja nicht, der wird in den seltensten Fällen, sagen wir mal, von Gütersloh ans andere Ende der Welt ziehen, von Wien nach Schweden, wie auch immer, wobei Schweden ist ein schlechtes Beispiel, weil die haben ja schon vernünftige Preise. Müssen wir begleitend so eine Art, ich nenne es mal einen Hilfsfonds auflegen für die Leute, die sozusagen am anderen Ende sind und für höhere Energiepreise, für höhere Spritpreise etc. pp. Eben dann deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen als bisher. Muss man denen helfen? Gibt es sonst, ich will nicht sagen soziale Unruhen, aber gibt es sonst Ärger?
Also es ist in der Tat so, wenn wir den CO2-Preis erhöhen, dann trifft das einzelne Personengruppen besonders hart. Ich denke da an zwei Personengruppen. Einmal an einkommensschwache Haushalte, weil einkommensschwache Haushalte einen überdurchschnittlich hohen Anteil ihres Einkommens ausgeben für Heizung, Mobilität und emissionshaltige Lebensmittel. Die brauchen dann gegebenenfalls einen Ausgleich. Im schlimmsten Fall droht da Energiearmut. Das heißt, die Kaufkraft der Einkommen geht so weit zurück, dass nicht mehr ausreichend viel Geld ist für Strom, Heizung und Mobilität. Und wir haben natürlich auch Beschäftigte in Branchen, die sehr emissionshaltig sind. Wenn der CO2-Preis steigt und entsprechend emissionshaltige Produkte teurer werden, geht die Nachfrage zurück. Unternehmen bauen die Produktion zurück. Beschäftigung wird abgebaut. Da müssen wir tatsächlich aus meiner Sicht sozialpolitisch flankierend eingreifen. Wenn wir das nicht machen, kann es uns so gehen wie in Frankreich. Sie erinnern sich vielleicht noch, Ende 2018 gab es dort eine geplante Erhöhung der Steuern auf fossile Kraftstoffe. Das Ergebnis war die Gelbwestenbewegung. Monatlange Proteste mit Ausschreitung, allem drum und dran. Also wir brauchen da einen Ausgleich. Aber wir können es auch finanzieren. Wir können es nämlich finanzieren durch die Einnahmen aus dem CO2-Preis. Weil der CO2-Preis hat ja wirklich nur die Funktion, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und dann ist es absolut in Ordnung, diese Einnahmen zu verwenden, um solche sozialen Härten auszugleichen. Und in Österreich wird genau das gemacht. Österreich wird im nächsten Jahr eine CO2-Bepreisung einführen. Man fängt mit einem relativ moderaten Preis an von 30 Euro pro Tonne. Man orientiert sich da am deutschen Modell und der Preis soll eben steigen bis 2025 auf 55 Euro. Und anders als in Deutschland verwendet man die Einnahmen zu einem großen Teil dafür, sie wieder zurückzugeben, also sie zurück zu verteilen. Und zwar so, dass vor allem die unteren Einkommen davon profitieren. Es gibt nämlich einen sogenannten Klimabonus, also eine Pro-Kopf-Pauschal-Zahlung, die eben die unteren Einkommen stärker entlastet, relativ gesehen zur Einkommensposition als die oberen Einkommen. Und ich halte das für einen ganz zentralen Punkt. Ich halte diese ganze Verteilungsproblematik und diese ganze Frage, was macht man mit den Einnahmen eigentlich, für einen ganz zentralen Punkt. Wir wissen aus allen empirischen Studien, dass die soziale Akzeptanz einer CO2-Bepreisung ganz entscheidend auch davon abhängt, wie sind die Verteilungswirkungen. Und wenn es gelingt, unerwünschte Verteilungswirkungen zu vermeiden, und eben genau das ist genau der Dreh. Ja, man verwendet die Einnahmen und gibt sie wieder zurück an die Verteilung, an die Bevölkerung. Wenn das gelingt, solche unerwünschten Verteilungseffekte zu vermeiden, dann ist das ein ganz zentraler Erfolgsfaktor für eine CO2-Bepreisung. Österreich plant das konkret. Gibt es solche Maßnahmen, solche Ausgleichsmaßnahmen in anderen Staaten schon, die an dem Punkt schon etwas weiter sind als Deutschland oder Österreich? Gibt es Erfahrungen damit? Es gibt einige Länder, die das so machen. Also das ist recht unterschiedlich, was mit den Einnahmen gemacht wird. Aber die Schweiz hat zum Beispiel auch so ein Pauschalrückerstattungsmodell. Und da hat das auch dazu geführt, dass die Akzeptanz eigentlich relativ hoch ist. Also müsste man das im Prinzip gleich mitpropagieren und allen Menschen erklären. Gut, das hilft jetzt nichts, dass man an der Tankstelle entsprechende Zettel verteilt, aber es müsste in der politischen Debatte ja irgendwie eine stärkere Rolle spielen. Haben wir da in Deutschland jetzt im Moment eine Chance dafür, weil sich möglicherweise eine ganze Menge ändert? Also das könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube, die Koalition, welche immer es jetzt wird, wird ja den Klimawandel vorantreiben müssen. Und ich glaube, auch dort ist völlig klar, wenn man das sozialpolitisch nicht flankiert, dann wird das zu Protesten führen. Und da muss man tatsächlich überlegen, was ich so in der Diskussion wahrnehme. Am einfachsten ist natürlich so eine Kopfpauschale, also den Betrag zu nehmen und jeden Bürger und Bürgerin den gleichen Betrag zu zahlen. Aber da stimme ich Frau Schatzenschaller völlig zu. Das ist nicht so zielführend. Wichtig ist, dass die unteren Einkommen entsprechend entlastet werden. Und wenn wir das hinkriegen, dann, glaube ich, steigt auch die Akzeptanz für höhere CO2-Preise. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, wir konzentrieren uns viel zu sehr auf die CO2-Bepreisung, auf dieses eine Thema. Und die hoffen, dass wir durch, Sprunginnovation, Daniel Düsentrieb, wie auch immer,
von heute auf morgen was erfinden, was uns aus dieser ganzen Nummer völlig rausbringt. Ich nehme mal an, dass weder Sie, Frau Streitzenstaller, noch Herr Petersen so eine Erfindung in der Tasche haben. Aber ist das realistisch, dass man parallel eben daran forscht, deutsche Ingenieurskunst, von der immer die Rede ist, da dran setzt und sagt, wir müssen parallel gucken, dass wir da was hinkriegen? Oder ist das nur schnödes auf Zeit spielen? Das ist tatsächlich ein zweiter wesentlicher Effekt, den ich von einem höheren CO2-Preis erwarte. Wenn der Preis, CO2-Preis steigt, dann werden einerseits die Verbraucherinnen emissionsärmere Produkte nachfragen und dadurch üben sie Druck auf die Unternehmen und andererseits müssen die Unternehmen schauen, dass sie die Produktionskosten senken und den emissionssparenden technologischen Fortschritt vorantreiben. Also das ist, glaube ich, so die zentrale, eine zentrale mittelfristige Funktion eines höheren CO2-Preises, die Anreize zu erhöhen, dass Unternehmen mehr in Forschung und Entwicklung investieren, um dann CO2-neutrale Technologien und Produkte herzustellen. Und im Idealfall, das ist jetzt der theoretische Idealfall, landen wir dann bei einem Konzept von Green Growth. Das heißt, wir können CO2-Emissionen und BIP-Wachstum entkoppeln. Und wenn es wirklich in der Theorie perfekt läuft, haben wir nachher Wirtschaftswachstum bei gleichzeitigen Nettoemissionen, die bei Null sind. Das wäre das Ideal, Green Growth. Und ein entscheidender Treiber ist natürlich ein höherer CO2-Preis. Dazu brauchen wir aber auch noch eine innovationspolitische Flankierung seitens des Staates, also Infrastrukturmaßnahmen. Wir wissen auch aus den empirischen Studien, die vorliegen, dass zumindest wenn er eine gewisse Höhe hat, der CO2-Preis tatsächlich Innovationen befördern kann. Also das ist auch ein wichtiges, quasi ein wichtiges Instrument, um neben einer Innovationspolitik, die man natürlich auch dazu braucht, aber um Innovationen, um klimafreundliche Produktionsweisen, klimafreundliche Produkte eben zu fördern. Also Green Growth war eben das Stichwort. Ich karlaue dann ja immer, dass man das Gras wachsen hört, von wegen grün. Aber es ist ja eine durchaus ernsthafte Geschichte, die die EU sich ja auch auf die Fahnen geschrieben hat. Da soll es ja in den nächsten Jahren kräftig vorangehen. Ja, zum Beispiel Fit for 55 ist da ein Schlagwort, das immer kommt, das auch auf uns alle Europäer seine Auswirkungen haben wird. Aber kann einer von Ihnen beiden mal erklären, was das jetzt eigentlich genau ist, dieses Fit for 55? Ja, ich kann gerne mal anfangen. Fit for 55 ist das Maßnahmenpaket, das die EU-Kommission jetzt vorgelegt hat, am 14. Juli dieses Jahres, zur Umsetzung des Green Deal und um die verschärften Klimaziele zu erreichen. Die EU will ja bis 2050 klimaneutral werden und es sollen bis 2030 die Treibhausgase um 55% reduziert werden. Daher der Name dieses Pakets, Fit for 55, ja, für diese 55-prozentige Emissionsreduktion. Und das ist ein ziemlich großes Paket. Ja. Das umfasst 13 Vorschläge, um entweder bestehende Klimaschutz- und energiepolitische Konzepte, Maßnahmen zu reformieren oder neue Maßnahmen eben einzuführen. Ich will nur ein paar Punkte, ich will nicht alle 13 Elemente und Bestandteile des Pakets hier im Einzelnen detailliert diskutieren, nur ein paar wichtige Punkte herausgreifen. Also der eine, den habe ich schon genannt. Es geht eben davon aus, dass die Reduktionsziele für alle Sektoren eben verschärft werden im Emissionshandel, aber auch eben außerhalb des europäischen Emissionshandels. Ein Element des Pakets ist die Reform des Emissionshandelssystems, der deckt im Moment ja nur Teilbereiche ab, nämlich die Industrie, die emissionsintensive Industrie und die Energiewirtschaft. Vorgeschlagen wird, dass ab 2026 auch der Bereich Wohnen und der Bereich Verkehr dabei sein soll und dass der Flugverkehr effektiver in den Emissionshandel mit einbezogen werden soll und dass auch die internationale Schifffahrt einbezogen werden soll. Flankierend, wir hatten das vorher ja schon angesprochen, ist eine weitere Maßnahme, die das Fit for 55-Paket vorschlägt, die Einführung eines CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Außerdem soll die Energiebesteuerungsrichtlinie reformiert werden, also es soll höhere Mindeststeuersätze für Energieträger
für den Energieverbrauch festgelegt werden. Und es soll auch stärker auf die Emissionsintensität dieser Energieträger geachtet werden. Man will auch den Anteil der erneuerbaren Energien erhöhen und den Energieverbrauch reduzieren. Ich glaube, das sind die wichtigsten Maßnahmen dieses Fit for 55-Pakets. Also es umfasst eine ganze Reihe von Bereichen, die wirklich ganz zentral sind, um den Weg zur Klimaneutralität bis 2050 tatsächlich erfolgreich hinter sich bringen zu können. Und wenn wir dieses Paket getreulich abgearbeitet haben, dann haben wir es tatsächlich geschafft. Naja, es wird nicht ganz einfach werden, dieses Paket getreulich abzuarbeiten. Der Zeithorizont ist relativ kurz. Ich habe vorher angedeutet, 2026 soll dieses reformierte Emissionshandelssystem quasi an den Start gehen, wenn man die Entscheidungsstrukturen, die Diskussionsverläufe, auch die unterschiedlichen Positionen natürlich in der EU kennt und berücksichtigt, dann kann man sich denken, dass das ein sehr ehrgeiziges Vorhaben ist. Mhm. Es ist auch die Energiebesteuerungsrichtlinie, ein Vorhaben, an dem schon lange laboriert wird. Die Energiesteuerrichtlinie wurde zum letzten Mal reformiert 2003. Die ist also höchst überarbeitungsbedürftig. Da gab es zwischendrin mal einen, vor 10 Jahren inzwischen, mal einen Versuch der EU-Kommission. Und das wurde dann so verbessert von den Mitgliedsländern, dass die Kommission schließlich gesagt hat, wir ziehen diesen Reformvorschlag zurück, weil in der Art und Weise bringt das nichts. Ja. Mhm. Außerdem muss man sagen, dass man eine ganze Reihe von Investitionen braucht, ziemlich umfangreiche Investitionen, die auch finanziert werden wollen, ja, private und öffentliche Investitionen. Auch das wird nicht sehr leicht sein. Ja, gut. Herr Petersen, dann fragen wir doch mal einfach so direkt. Das CO2-Buch ist jetzt gerade erschienen. Vor dem Hintergrund dessen, was wir erleben, was geplant ist, was wir jetzt auch mit Fit for 55 gehört haben, worüber schreiben Sie in 10 Jahren ein Buch? Oh. Was ist dann Thema? Ich glaube, das Thema wird, das ist angedeutet, wird uns dann immer noch begleiten. Der Handlungsdruck wird dann größer sein. Um die CO2-Emission in der EU zu reduzieren, bietet sich ja noch der Weg an und der ist auch angedacht, dass man einfach die Menge der maximalen jährlichen Zertifikate reduziert. Also das wird passieren. Ich hoffe mal, dass wir in 10 Jahren wirklich weiter sind, dass wir höhere CO2-Preise haben, die aber gesellschaftlich akzeptiert sind, weil sie sozialpolitisch flankiert werden. Und dass wirklich in allen Köpfen angekommen ist, dass Klimawandel ein ernstzunehmendes Problem ist. Wir reden immer über die Anpassungskosten, ja, das ist richtig. Aber was wir nicht vergessen sollten, die Kosten des Nichtstun sind langfristig viel höher. Und nicht nur langfristig, sondern auch schon in der Gegenwart. Wir hatten es schon angesprochen, die Unwetter in Deutschland in diesem Sommer. Das heißt, wenn wir da nicht spürbar und schnell gegensteuern, dann wird das volkswirtschaftlich enorme Kosten haben. Und da hoffe ich einfach, dass dann in 10 Jahren das in wirklich allen Köpfen angekommen ist. Und jetzt spinne ich ein bisschen rum, wir tatsächlich so einen Einstieg haben in einen Klimaclub USA, EU, China. Das macht doch jetzt am Ende wirklich nochmal Hoffnung. Deshalb setze ich hier mal einen Punkt und hoffe, dass wir unsere Zuhörer ein wenig neugierig gemacht haben auf dieses Buch. Das wäre wirklich was Wunderbares. Ich sage es nochmal, das Buch heißt CO2 zum Nulltarif. Warum Treibhausgasemissionen einen Preis haben müssen. Das Buch kostet 25 Euro. Das Geld ist gut angelegt. Das Buch gibt es beim Verlag Bertelsmann Stiftung und kann genau da angefordert werden. Und Ihnen beiden sage ich nochmal herzlichen Dank für die interessante Runde, für all die vielen neuen Dinge, Erkenntnisse, die ich mitgenommen habe. Das war wirklich wunderbar. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke. Für die Einladung.